Jo meine Freunde, was geht ab und herzliches Willkommen hier zu einem Reaction-Video auf diesem Channel. Und zwar reagieren wir heute mal, warum eigentlich Chinesisch so kompliziert für uns ist. Oder besser gesagt, warum es so Chinesisch für uns ist. Also abonniert den Channel gerne unbedingt. Wir reagieren natürlich wieder auf ein Video von SimpleKissen. Und ja, ich frage mich das natürlich auch immer wieder. Chinesisch ist einfach eine Sprache, die für uns sehr fremd wirkt. Und wir reagieren da auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, ob das auf jeden Fall Abschluss bringen wird. Also abonniert den Channel unbedingt gerne. Schaut unbedingt gerne auf TikTok und Instagram vorbei. Links sind wie immer alle unten in der Bio. Bis gleich und los geht's. Chinesisch wirkt auf die meisten von uns irgendwie kompliziert. Ja. Zum einen sind da diese Zeichen. Mit unseren Buchstaben und unserer Schrift hat das wenig zu tun. Auch die gesprochene Sprache klingt ganz anders. Etwas ungewohnt und irgendwie gleichförmig. Die meisten von uns würden es außerdem vermutlich nicht hinkriegen, chinesische Wörter richtig auszusprechen. Aber warum ist das eigentlich so? Warum ist Chinesisch für uns so kompliziert? Das ist eine sehr gute Frage. SimpleKissmus. Hochchinesisch ist die offizielle Sprache in China. Das lernen Kinder in der Schule. Im chinesischen Fernsehen wird auch Hochchinesisch gesprochen. In verschiedenen Regionen des Landes gibt es aber unterschiedliche Dialekte. Die bekanntesten sind Mandarin und Kantonesisch. Mandarin, außerdem gibt es unzählige Unterdialekte. Chinesen aus unterschiedlichen Gebieten verstehen sich untereinander deshalb häufig gar nicht. What? Das eine Chinesisch gibt es also nicht. In diesem Video beziehen wir uns größtenteils auf Hochchinesisch. Tatsächlich ist Chinesisch in vielerlei Hinsicht einfacher als Deutsch. Anders als im Deutschen gibt es zum Beispiel keine Mehrzahl von Wörtern. Außerdem keine Zeitformen bei Verben und auch keine Geschlechter. Okay, aber das hier. Das hier. Das ist tatsächlich ein Schriftzeichen für eine bestimmte Nudelart. Die jeweiligen Zeichen geben gar keinen Hinweis darauf, wie man ein Wort ausspricht. Ob ein Zeichen 3 oder 30 Striche hat, sie quer oder diagonal sind, sie sich überschneiden oder aneinander liegen, sie lang oder kurz sind, all das ist für die Aussprache völlig egal. Bei uns ist das bei Ziffern und Symbolen ähnlich. Sie geben auch keinen Hinweis auf die jeweilige Aussprache. Wo ein Wort anfängt und wo es aufhört, lässt sich an den chinesischen Schriftzeichen auch nicht ablesen. Warum Chinesisch? Wörter und Aussprache muss man deshalb völlig unabhängig von den Schriftzeichen lernen. Im Deutschen ist das natürlich anders. Unsere Schrift besteht aus Buchstaben des lateinischen 26. Alphabets. Ein geschriebenes Wort kann man mit etwas Übung in der Regel auch direkt aussprechen. Ich verstehe auch nicht, warum die ganze Welt nicht einfach ein Alphabet hat. Ist natürlich klar, die Chinesen, die haben eine alte Kultur. Es ist eine ziemlich schwierige Sprache, aber trotzdem, die haben Geschichte. Aber warum hat dann jeder seine Striche und so weiter? Das wäre natürlich viel, viel einfacher, wenn wir... Ich meine, es gibt für jeden Dreck Gesetze in der EU, aber warum dann nicht, dass jeder die gleiche Schrift wenigstens, die gleichen Buchstaben benutzen muss? Aber gut, das wäre natürlich jetzt für eine Generation, für 10, 15 Generationen fast unmöglich zu lernen. Aber irgendjemand muss ja mal den Anfang machen und sozusagen, dass man nicht 1000 Sprachen auf der Welt oder 1000 Schriften auf der Welt lernen muss, auch Kyrillisch oder so, das kann auch kein Mensch entziffern. Das sieht alles aus wie das Gleiche. Und das ist halt das Komplizierte. Dein Tio kannst du aussprechen, manch auch nicht. Im Chinesischen ist das nicht so einfach. Man muss für jedes Wort die Schriftzeichen auswendig lernen. Dieses Schriftzeichen bedeutet zum Beispiel Drache, das hier bedeutet Computer und dieses hier bedeutet Danke. Insgesamt gibt es über 80.000 verschiedene Schriftzeichen. Es ist ja schon schwierig, dass man ein Zeichen kann. Aber dann gibt es für Computer zwei Zeichen. Das ist ja noch viel schwieriger. Also 80.000 plus Zeichen. Ich meine, da hast du wahrscheinlich für Stein und Block und das ist ja... Kein normaler schreibt doch so, oder? Lernt man in China, aber nur in etwa 3500. Mit knapp 2000 Zeichen kann man bereits Zeitung und die meisten Bücher lesen. Jonas und ich sprechen leider kein Chinesisch, unsere Freundin Chong schon. Hi guys! Bei den vier Tönen geht es los mit einem ebenen. Ma. Dann gibt es einen steigenden Ton. Ma. Einen Ton, der erst fällt und dann steigt. Ma. Und einen fallenden Ton. Ma.
Wörter haben je nach Tonart auch unterschiedliche Bedeutungen. Zum Beispiel das Wort Li Shi. Das heißt Vorstandsmitglied. Das Wort Li Shi heißt wiederum Geschichte. Shiro. Chinesisch WTF? Ist deshalb gerade für uns Europäer so kompliziert. Das die Schriftzeichen und Töne ja. sind unserer Sprache extrem fremd. Etliche regionale Dialekte machen es auch nicht leichter. 1958 wurde in China deshalb Pinyin eingeführt. Pinyin ist eine Lautschrift, die auf dem lateinischen Alphabet basiert. Na, durch Pinyin können Aussprache und Schriftzeichen miteinander verknüpft werden. Alles basierend auf Buchstaben, die auch wir lesen können. Pinyin wurde ursprünglich für chinesische Schulkinder entwickelt. Okay. Im Unterricht lernt man zunächst, wie man Wörter in Pinyin schreibt. Danach lernt man einige zugehörige Schriftzeichen auswendig. Pinyin erleichterte die Vereinheitlichung. Also, auf Deutsch gesagt, die Schule in China ist ja verdammt schwierig. Also, diese armen Kinder, die müssen jedes Zeichen können. Also, da ist ja das Alphabet ja fast Kindergarten dagegen. Ich meine, diese armen chinesischen Kinder. Wirklich, also die müssen jedes einzelne Zeichen und dann noch die Aussprache und dann noch das andere. Das ist ja die doppelte Arbeit. Also die tun mir echt leid. Der chinesischen Sprache. Immer mehr Dialekte und Unterdialekte sterben heute aus. Hochchinesisch und klar. Pinyin wurden durch das Fernsehen und Smartphones Pinyin. Immer weiter verbreitet. Mit einigen Apps TikTok kann man sogar. Heute Pinyin-Wörter eingeben, die dann automatisch in Schriftzeichen umgewandelt werden. Also nur Schätze, ist ja cool. Und andersrum. Als Deutscher kann man die Grundlagen der gesprochenen Sprache dank Pinyin innerhalb von 6 Wochen lernen. Chinesisch ist extrem vielfältig und hat eine lange Geschichte. Ah ja, auf jeden Fall. Heute ist Chinesisch eine der meistgesprochenen Sprachen der Welt. What the fuck? Englisch natürlich, das meist mit 1,1 Milliarden. Aber Mandarin 1,1 Milliarden. Da fehlen nur 20 Millionen. Und dann ist einfach Chinesisch, obwohl ja, ich meine, China hat ja auch die meisten Einwohner. Ich glaube, China hat 1,3 Milliarden Einwohner, also auch Hindi ist natürlich klar, dass die Inder so viel reden, aber Spanisch habe ich nicht geglaubt, dass nur 500 Millionen reden, also da gibt es auch viele spanische Länder, Französisch ist ja sowieso klar, die haben jetzt nicht so viele Kolonien, ich kenne nur die Côte d'Ivoire und halt Frankreich selbst und ja, das ist klar. Sie wirkt auf uns extrem kompliziert, ja, weil auf jeden Schrift Fall. Und Laute uns sehr fremd sind. Naja, und tausende Zeichen auswendig zu lernen, ist vielleicht nicht kompliziert, aber zumindest sehr zeitaufwendig. Ja, auf jeden Wir sind Fall. Auf jeden Fall große Fans dieser faszinierenden Sprache. In diesem Sinne... Ganbei! Ganbei! Ziemlich cool. Ja, auf jeden Fall, Chinesisch eine coole Sprache auf jeden Fall, oder eine coole Schrift und Sprache, aber mega schwierig. Also ich würde das jetzt nicht lernen und ich denke mal auch in den Großstädten kommst du, denke ich mal, mit Englisch durch. China ist halt so ein Land, was echt verdammt viele Sprachen im Land hat. Bei uns, wenn du nimmst Österreich oder auch Deutsch und Schweiz und so weiter, die haben zwar auch viele Dialekte, da gibt es ja Sächsisch und dann österreichisches Deutsch, Schweizerdeutsch und das Hochdeutsch und so weiter, aber wir könnten uns wahrscheinlich alle miteinander verständigen. Oder auch den steirischen oder Kärntner Dialekt, das gibt's alles. Aber wir, denke ich mal, könnten uns alle verständigen. Aber das Problem wird wirklich, also wenn da komplett verschiedene mit komplett anderen Slangs oder fast sogar anderen Sprachen aufeinandertreffen, glaube ich, da kann dieses Hochchinesisch auf jeden Fall helfen. Was ist eure Meinung dazu? Würdet ihr Chinesisch lernen? Schreibt es gerne in die Kommentare, abonniert den Channel unbedingt gern. Schaut auch unbedingt auf TikTok und auf Instagram vorbei. Links sind wir einmal unten im Bio und morgen geht's mit der Zeitreise weiter. Danke fürs Zugucken und ciao.